Hallo und herzlich willkommen zurück bei Good Old TKKG 2 Tödliche Schokolade. Mir war gerade fast der Titel entfallen. So, im letzten Part haben wir uns Fingerabdrücke geholt. Und zwar vom Erpresserbrief. Haben wir die hier? Nein, haben wir gerade hier nicht. Ist auch nicht ganz so schlimm. Wir holen uns nämlich jetzt Fingerabdrücke und wir fangen an bei Tom, denn auch er ist verdächtig. Und das geht hiermit. Na? Kann ich die mal ausleihen? Meine Oma hat mich gebeten, ihre Hecke zu schneiden. Klar, nimm sie mit, aber... Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude. Ach, schön. So. Wo könnten wir denn noch? Hier, der Herr Blender natürlich. Auch wenn ich nicht glaube, dass das war, weil... Er schleicht ins Haus. Die Brotdose. Da ist doch sicher ein guter Fingerabdruck zu holen. Weil er, perfekt. Weil er auf Bertha steht. Auf Bertha. Ja, der findet sie toll. Hat wer ja gemerkt. Wer ist denn noch? Hier, die Trulla da, die neue. Vielleicht können wir da auch was. Herr Sauerlich ist im Moment in einer Besprechung. Ich werde es ihm ausrichten. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Aha. Ja, schön. Was können wir denn hier tun? Ich meine, von der können wir uns auch Fingerabdrücke holen. Verstehen Sie etwas von Schokoladenherstellung? Gefällt Ihnen die Arbeit hier bei Herrn... Dann nicht. Wir können es immer wieder versuchen. Ich meine nämlich, von ihr kriegen wir auch welche. Na. Das ist jetzt dieser Mist. So. Schon wieder leer? Ich setz schnell neuen auf. Vor allem ist das, was sie da gerade trinkt, das ist doch kein Kaffee, oder? Oder ist... Perfekt. Ein Fingerabdruck von Frau Klover an der Kaffeetasse. Obwohl doch, das ist ja nicht durchsichtig anscheinend. Upsala. So. Wen können wir denn noch? Also eigentlich, ich glaube nicht, dass der Brodonski das war, aber wir können gerne nochmal hingehen. Ich brauche etwas, um meinen Computer zu reinigen. Ist reiner Alkohol da das Richtige? Ich kenne mich mit Computern nicht aus, aber versuche es doch einfach. Bei allen Arten von Fettflecken klappt es auf jeden Fall. Okay, ich nehme dies Fläschchen. Ratzakatzak. Jetzt lasst uns mal gucken, welcher der Verdächtigen den Brief in den Fingern gehabt hat. Ich habe alles für den Vergleich vorbereitet. Aha. Ja, natürlich. Sag mal, spinnst du? Mein Vater bei den Verdächtigen? Der Abdruck muss sein. Denk mal scharf nach, warum. Ah, als Kontrollabdruck. Verstehe. Er hatte den Brief natürlich in der Hand, als er ihn gelesen hat. Und wirklich, der linke Abdruck ist von meinem Vater. Ha! Oscar haben wir also auch. Mein Abdruck passt auch nicht. Ich habe eine Mischung aus Bogen und Schleife. Auch bei Tom ist nichts zu holen. Eine so stark ausgebildete Schleife habe ich noch nie gesehen. Wieso hast du denn einen Fingerabdruck von Herrn Brodonski genommen? Der kommt ja wohl als Täter nicht in Frage. Tim, dein Apotheker verfügt über genügend Kenntnisse, um die ganze Stadt zu vergiften. Und er braucht Geld für Afrika. Aber du hast recht, er hat nichts damit zu tun. Es handelt sich zwar auch um Bögen, so heißen die Wellenlinien in den Fingerabdrücken, aber sie sehen völlig anders aus als die Bögen vom Brief. Toni Blender scheint den Brief nicht berührt zu haben. Zumindest nicht ohne Handschuhe. Ein ganz ausgeprägter Wirbel. So nennt man diese Spirale in der Mitte. Nina Klover. Passt nicht. Dieser Abdruck hat ja einen ganz geschlossenen Kreis in der Mitte. Gut beobachtet, Willi. Der Fachmann nennt das einen Wirbel. Unsere Täterabdrücke haben beide ein eher ruhiges, welliges Erscheinungsbild. Nur einfache Bögen. Kinder, man lernt schon wieder was. Aber ich meine, das ist nämlich Klößchens. Hey, Willi, dein Abdruck ist ja auf dem Brief. Ich weiß zwar, dass du seit längerem versuchst, mehr Taschengeld zu bekommen, aber dass du zu so extremen Mitteln greifen würdest, hätte ich nicht gedacht. So ein Quatsch, Tim. Ich habe den Brief doch in der Hand gehabt, als ich die Kopie fürs Archiv gemacht habe. Willi und Herr Sauerlich, mir scheint deine Beschriftung Täterabdrücke war etwas voreilig. Das hat uns nicht weitergebracht. Doch. Denn jetzt wissen wir, der Täter hat Handschuhe getragen. Wir haben es mit einem echten Profi zu tun. Hallo? Na gut. Ja, kann man bei Karl noch irgendwas holen? Dort drüben wohnt jemand, der etwas zu verbergen hat. Da bin ich ganz sicher. Das ist bestimmt unser böser Heini.
So, wie machen wir denn mal weiter? Oh. Hallo, Tony. Guten Tag, Willi. Hallo, Herr Blender. Guten Tag, Tony. Wer kann denn an Ihnen vorbei an die Maschinen herangekommen sein? Hätten Sie eine kleine Ecke Schokolade für mich? Ach. Weg, weg. Niemand. Das ist es ja. Kein Betriebsfremder kommt hier rein. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Betriebsintern also. Und die Olle kommt mir eh schon komisch vor. Ich hasse, hasse, hasse diese Mistviecher. Gottes Willen. Dein Kaffee mehr, keine Tasse? Gibt es schon was Neues? Ich meine von den Erpressern. Ich möchte zu gerne wissen, gibt es schon was Neues? Ich meine von den Erpressern. Nein, ich habe nichts gehört. Eine schlimme Sache ist das. Dein armer Vater. Gott sei Dank hat es noch keine Vergifteten gegeben, oder? Doch. Fred, mein halbzahmes Eichhörnchen hat's erwischt. Ich hab's blöderweise mit der Schokolade gefüttert. Oh, das ist ja scheußlich. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich vertraue dir ja nicht mal ein bisschen, ne? Habe ich die Schere noch oder muss ich die Tom jetzt eben zurückgeben? Da ist sie ja. Fall Nummer 1 ist aufgeklärt. Täter Nummer 2 hat Käfergift benutzt. Fall Nummer 1 ist aufgeklärt. Aber wie geht es weiter? Tja. Was meinst du? Ich hoffe, dass ich Sally überzeugen kann, Roger zu verlassen. So geht's weiter. Ach nein, Tom, kannst du eigentlich nie an etwas anderes denken? Hast du in der Zwischenzeit was von Sally gehört? Ja, sie hat mir einen Brief geschrieben. Ich kann ihn auswendig. Hallo Tom, ich habe noch deinen Wohnungsschlüssel. Lass uns kurz treffen, wenn ich auf Konzerttour in der Stadt bin. Dann gebe ich ihn dir zurück. Hoffe, es geht dir gut und du bist drüber weg. See you, Sally. Sie hat See you geschrieben. Ich werde sie wiedersehen. Ich habe noch eine Chance. Ach, du bist doch albern bis zum geht nicht mehr. Ich will bei der ollen Tuse nachhaken. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Ich bin Tim Carsten und Sie sind die neue Sekretärin. Stimmt. Tarzan, der Kopf von TKKG. Ist mir eine Ehre, dich persönlich kennenzulernen. Tarzan möchte ich nicht mehr genannt werden, seit ich diesen Affen ein paar Mal im Fernsehen gesehen habe. Tim ist mir lieber. Ich möchte zu Herrn Sauerlich. Ist er da? Was haben Sie eigentlich gemacht, bevor Sie den Job bei Herrn Sauerlich bekommen haben? Ah. Früher war ich mal in der chemischen Industrie tätig. Danach habe ich lange Zeit nichts gemacht und... Nun, jetzt bin ich froh, hier eine Aufgabe zu haben. Komische Telefonanrufe. Chemikerin, betriebsintern, ich verdächtige Sie. Hier wird wirklich viel Kaffee getrunken. Ich mach schnell 9. Da. Wo ist denn hier die Wahlwiederholung? Die ist das. Clover. Guten Tag, Frau Clover. Ja, wer spricht da? Hier spricht das Meinungsforschungsinstitut Infoplan. Wir machen eine Umfrage über Familienbeziehungen. Hätten Sie einen Augenblick Zeit für ein paar Fragen? Wenn es schnell geht, okay. Sie haben eine Schwester? Ja, und einen Bruder, ja. Ihre Schwester lebt bei Ihnen? Ja, nein, noch nicht. Aber in Kürze wird sie hier in die Nähe ziehen, auf einen Gutshof. Und wo liegt dieser Gutshof? Ich wüsste gern, was Sie das angeht. Wie heißt Ihr Institut? Sie stellen sehr merkwürdige Fragen. Auf Wiedersehen. Jetzt konnte ich gar nicht sagen, wie mein Meinungsinstitut heißt. Das ist ja Käse. Ah, vielleicht geht das mit dem Willi. Da haken wir jetzt erst mal ein bisschen nach. Ach, geht nicht. Ich gehe mit dem Willi halt hier hin.
Tadada. Was ist denn da drüben los? Keine Ahnung, aber ich beobachte die Wohnung laufend. Seit neuestem hält sich tagsüber niemand mehr in der Wohnung auf. Dafür herrscht dort abends umso mehr Geschäft. Ja, Kinder, wir kommen voran, habe ich das Gefühl. Ich bin mir sicher, dass diese Frau Clover oder wie auch immer sie heißt, etwas damit zu tun hat. Nur noch eben fix überführen. Guten Morgen, womit kann ich helfen? Mein Name ist Gabi Glockner. Ich bin eine Freundin von Willi Sauerlich. Guten Tag, Gabi. Mein Name ist Nina Clover. Ich bin die neue Sekretärin von Herrn Sauerlich. Ich würde gern Herrn Sauerlich sprechen. Ist er da? Ach, da wird Herr Sauerlich aber froh sein, dass er endlich wieder eine Hilfe hat. Ja, es gibt wirklich viel zu tun. Aber die Sache mit der Erpressung ist für den neuen Staat natürlich recht unglücklich. Unglaublich, wie oft ich hier Kaffee kochen muss. Ja. Bis gleich. Du bist alleine da, merkst du was? Oh Mann. Stimmt, die Zeitungen müssen auch informiert werden. Die Firma Sauerlich, Schokoladen GmbH, teilt mit. In der letzten Woche wurden von anonymen Tätern eine Tagesproduktion unserer beliebten Schokoladensorte Vollmilchnuss-Tafeln zu 100 Gramm, eben ein bisschen Werbung machen, durch eine geringe Menge Schädlingsbekämpfungsmittel kontaminiert. Die Auslieferung dieser Tagesproduktion konnte verhindert werden. Des Weiteren wurden alle im gleichen Zeitraum produzierten Tafeln der Sorten Nussette, Vollmilch und ganze Nuss aus den Einzelhandelsgeschäften zurückgerufen. Es handelte sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Gesundheit der Bevölkerung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Ein Sonderdezernat der Polizei unter Leitung von Kommissar Glockner, wer auch sonst, ist in den Fall eingeschaltet. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Ansprechpartner bei der Firma Sauerlich, Frau Nina Clover, Durchwahl 3-4. Aha. Ich trau dir immer noch nicht. Vielleicht können wir mit dem Peter-Karsten-Tim nochmal etwas ausrichten. Ich hasse es, wenn du Kaffee hast. Wenig Geduld. Ja, mach dir keine Sorgen. Ist schon gut. Ja, ich pass auf. Oh, ich muss Schluss machen. Ja. So, und jetzt müsste eigentlich hoffentlich Kaffee weg sein und dann schlagen wir wieder zu. Unglaublich, wie oft ich hier Kaffee kochen muss. Bis gleich. Wir müssen sie jetzt nur noch überführen. Telekom-Auskunft, mein Name ist Christina Krug. Was kann ich für Sie tun? Oh, ich habe mich verwählt, danke. Kein Problem, auf Wiederhören. Mist! Ach, shitty fuck. So, was machen wir? Ach... Lass uns doch mal im Internet nach dem Gift gucken. Du sagst doch immer, dass man dort Infos über alles kriegt. Ja, machen wir das nochmal so. Oh, die Seite lädt aber ganz schön fix. Wie hieß das Zeug noch? Bug Eggs. Ich gebe das mal ein. Aha, zwei Einträge. Och, Leute. Das muss doch nicht sein, dass das so lange dauert bei einem virtuellen Spiel. Das ist Werbung für den völlig harmlosen Käfertod. Völlig harmlos, dass ich nicht lache. Was bedeuten die Unterstreichungen im Text? Das sind sogenannte Hyperlinks, sozusagen Querverweise. Wenn man da hinklickt, kommt man auf eine andere Seite im Netz. Man erhält dann mehr Informationen speziell zu diesem Thema. Merkst du was? Ah, Dr. Clover. Hier wird Clover. Es wissenschaftlich. Bug Eggs, eine Studie zu den Wirkungsschwellenwerten von Phosphorsäureestern. Hier speziell Parathion von Dr. Clover. Hört. Zurzeit sind in Deutschland 2400 Pestizide zugelassen. Die meisten dieser Schädlingsbekämpfungsmittel sind nur wenig giftig.
Die sogenannte LD50 liegt bei diesen Mitteln bei 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht des Versuchstieres. Die LD50 ist die für die Hälfte, also für 50% der Versuchstiere tödliche Dosis eines Giftes. Eine erfreuliche Ausnahme stellt das neue Präparat Bug-X aus dem Hause Tiefstchemie dar. Hier liegt die letale Dosis bei nur 0,1 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Bug-X ist also viel giftiger als alle vergleichbaren Mittel. Da aber Bug-X in seiner heute vorliegenden Form von der Gattung der Bücherbohrer erkannt und gemieden wird, gibt es hier einen erheblichen Forschungsbedarf. Ich sehe es als meine wichtigste Aufgabe für die nächsten 5 Jahre an, das Wirkungsspektrum von Bug-X auf die Gattung Bücherbohrer auszudehnen. Ha! Das Ding heißt auch nicht Yahoo, sondern Juhu. Gucken wir nochmal hier. Ach, das hatten wir schon. Ja gut, dann Schüsselchen. Ah. Ich habe das Gefühl, das könnte was mit unserem Fall zu tun haben. Meine Mutter hat jetzt drüben eine blonde Frau mit Brille gesehen. Freunde der Südsee, es wird spannend. Wir rücken der Dr. Frau Clover im nächsten Part noch mal ein bisschen näher auf die Pelle. Genau, es ist doch fast schon klar, dass sie da was mit zu tun hat. Wir müssen es nur noch beweisen können. Also, bis zum nächsten Part. Bis dann, ciao.